Und damit willkommen zurück zum Let's Play von Mini-Metro. Und heute ziehen wir in die nächste Stadt und ins nächste Land. Das geht nach Frankreich, in die Stadt Paris. Und hier sollen wir die vielen kleinen Stationen in der Pariser Metro miteinander verbinden. Und da wollen wir mal sehen, ob das diesmal besser gelingt als in London. So schlecht lief es ja auch nicht, aber hätte besser sein können. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal so knapp über 1000 Fahrgäste. Da muss eigentlich mehr drin sein. Das geht ja direkt schon mal gut los. Ich versuche erstmal wieder mit Ringbahn zu arbeiten, auch wenn das hier, glaube ich, mit der ganzen Unterführung unter den Flüssen ein bisschen schwierig wird. Oder sind das Brücken oder sind das Tunnel diesmal? Das sieht mir wie nach Tunneln aus. So, nächste Station. Die kommt hier auch noch mit ran. Und hoffe ich mal, dass es hier irgendwie in der Ecke weitergeht, dass wir das ein bisschen entraffen können, weil das ist ja kein sinnvoller Weg hier. Die fahren ja komplett im Kreis und nee, das ist nicht gut. So, nächste Station, mal wieder ein Kreis. Hilft ja nichts. Und jetzt wird das Passagieraufkommen auch schon ein bisschen höher. Das sollte noch funktionieren. Vielleicht lassen wir den auch mal im Kreis fahren fürs Erste. So, nächste Station. Keine Tunnel mehr verfügbar. Doch, zwei Tunnel noch. Oh, Glück gehabt. Dann lassen wir die blaue Linie mal so fahren. Da hat jetzt zumindest erstmal alle verfügbaren Symbole abgedeckt. Und ich bin am Überlegen, hier das Dreieck rauszunehmen. Nee, komm mal hier runter. So, dann machen wir das so. Ziehen den hier mit ran. Und ziehen hier den Kreis. Wir haben eine neue Lok und können jetzt entweder eine neue Bahnlinie dazu bekommen oder einen Umsteigebahnhof. Ich nehme erstmal den Umsteigebahnhof. Ich hoffe mal, dass hier das Passagieraufkommen gleich wieder ein bisschen beseitigt werden kann. Die wollen ja auch alle zur Kreisstation gebracht werden. Ja, das sieht gut aus. Okay, hier ist ein neues Symbol hinzugekommen. Okay, wir haben noch zwei Loks, einen Umsteigebahnhof und noch eine weitere Linie. Und dann wird es nur interessant werden, wo die nächste Station erscheint. Natürlich da, wo man es überhaupt nicht brauchen kann. Danke dafür, Spiel. Dann lasse ich hier mal eine zweite Linie laufen, also einen zweiten Zug. Die können wir jetzt fürs Erste nochmal verlängern. Aber wäre natürlich schön, wenn hier nochmal ein anderes Symbol erscheinen würde. Weil sonst wird das hier nachher unser Flaschenhals werden. Und noch ein Kreis. Dann lassen wir doch dort erstmal noch eine neue Linie fahren. Und können die hier so verbinden. Das sieht gar nicht mal schlecht aus, aber eventuell wäre es besser, hier die große blaue Linie im Ring fahren zu lassen. Ich glaube, das mache ich auch direkt mal. Ich reiße die hier nochmal weg.
Und erweitere hier unsere blaue Linie. Und werde da eventuell auch gleich einen neuen Zug draufsetzen. Okay, wir haben eine neue Lok und nehmen noch eine neue Bahnlinie dazu. Ja, ich lasse hier auch gleich einen zweiten Zug fahren. Und dann könnte das hier eventuell ein interessanter Punkt für einen Umsteigebahnhof werden, aber das wird sich noch zeigen. Dann brauchen wir auf jeden Fall demnächst mal neue Tunnel. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Das können wir jetzt aber nicht anders lösen. Und wir haben leider erst Mittwoch. Eigentlich komisch, dass wir gar keine Waggons haben, aber das kommt bestimmt gleich noch. Dann erweitern wir lieber die gelbe Linie nochmal ein wenig. Denn blau fährt ja schon eine ganz große Runde. Wir liegen jetzt bei knapp 200 Fahrgästen. Ja, das werden immer mehr Passagiere. Guck mal hier auf der blauen Linie. Da schlägt das schon ziemlich ein gerade. Aber noch sind die Züge hier auf den Strecken auf jeden Fall ganz gut dabei. Ich hoffe mal, dass ich jetzt irgendwie an Tunnel kommen werde. Wir haben eine neue Lok. Und entweder eine Bahnlinie oder einen Waggon. Ich werde noch mal eine Bahnlinie nehmen. Die werden wir hier oben erstmal einsetzen. Und dann schauen wir einfach mal, was hier so die nächsten Stationen ergeben. Können wir eigentlich nur abwarten und hoffen, dass das hier einigermaßen funktioniert. Ja, das wird nichts leider. Und hier haben wir jetzt den Stern noch dazu bekommen. Dann binden wir die Linie auch nochmal den Stern mit an. Zur Sicherheit. Noch sieht es hier alles recht übersichtlich aus. Ja, wir liegen auch erst bei 300 Fahrgästen. Das ist natürlich auch echt ein Witz noch. Ich bin nur froh, dass wir den Umsteigebahnhof bis jetzt noch nicht gebraucht haben. Und es steht das Wochenende wieder vor der Tür. Der Samstag beginnt. Und hier kommt die nächste Kreisstation. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen Käse. Und die Strecke ist noch kurz genug, aber hier drei Kreise hintereinander weg, das ist alles andere als optimal. Hmm.
Okay, wir haben eine neue Lok. Und können uns jetzt entweder schon wieder für einen neuen Waggon oder eine weitere Bahnlinie entscheiden. Und ich werde, glaube ich, wieder zur Bahnlinie greifen. Und hier unten ist auf jeden Fall ein interessanter Bereich für einen Umsteigebahnhof. Weil wir hier ziemlich viele Bahnlinien am Laufen haben. Die kommen nicht mehr ran, ne? Stand jetzt ist auf jeden Fall noch gut. Hier ist ein weiteres Symbol, dann verändern wir die Linie nur ein bisschen. Das sollte noch funktionieren. Und ich frage mich ja schon fast ein bisschen, wo die ganzen Fahrgäste bleiben, aber es wird bestimmt von jetzt auf gleich dann extrem werden. Hier ist noch ein dummer Kreis. Ja, also die Linie, die könnte hier auf jeden Fall Probleme verursachen. In näherer Zukunft. Und zur Abwechslung mal noch ein Kreis. Ja, sehr schön. Versuchen wir den einfach mit dieser ultimativen langen Linie anzubinden. Das könnte gefährlich werden. Zumindest ist der Sonntag gerade wieder. Und hier wird es jetzt voll blaue Linie. Aber die kriegt jetzt zum Beispiel hier schon mal wieder eine kleine Abholung durch die Züge. Neue Lok. Und diesmal nehmen wir... Ich nehme wieder die Bahnlinie. Ist wirklich nur, dass wir keine Tunnel mehr haben. Also das könnte noch zum Problem werden. Oh, Sternstation. Da wird es eng, aber da fahren eigentlich auch genug Züge, um die Leute wieder abzuholen. Sieht soweit ganz gut aus, ne? Die Linie hier oben könnte natürlich ein bisschen zu lang geworden sein. Okay, jetzt wird's interessant. Wir binden den Kreis an, das funktioniert natürlich alles nicht. Versuche ich das mal so, aber das Problem ist, dass diese Linie natürlich jetzt eine Sackgassenlinie ist. Wir kommen hier nicht weiter, wir kommen höchstens hier zum Dreieck, zum Viereck. Da wir ja nicht mehr über die Flüsse kommen. Und eventuell sind die hier gleich ein Kandidat für eine Umsteigelinie, für den Umsteigebahnhof. Noch ein Kreis. Und jetzt wird es hier hässlich. Denn die wollen hier alle nicht aussteigen. Ich glaube, ich muss mir langsam mal Gedanken machen, wie ich das hier besser löse.
Wir haben als erstes schon mal eine neue Lok und nehmen Tunnel oder einen Waggon. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Waggon leider. Und hier wird es auch gerade sehr knapp. Müssen wir gucken, wo wollen die Leute denn hier überhaupt immer hin? Die wollen zum Kreis, das ist ja kein Problem. Die wollen dahin. Ja. Ja, schwierig. Dann binden wir die hier nehmen nochmal ein Dreieck an. Und hoffen wir, dass der hier die Leute jetzt abholt, weil sonst ist gleich Schicht im Schacht. Kann ich die Linie verlängern? Irgendwie. Nee, kreuzen ist verboten. Ach Mist, das könnte jetzt gleich vorbei sein. Durch schlechtes Management. Ich versuche jetzt hier einfach den Umsteigebahnhof draufzusetzen. Hoffen, dass sich das Problem jetzt irgendwie wieder löst und ich muss versuchen, diese Linie wieder irgendwie zurückzubauen auf den Ursprungszustand. So. So, die haben jetzt ihre Umsteigebahn hier oben bekommen. Hoffentlich reicht das ein wenig. Und auf der Linie ist natürlich jetzt auch nicht Terror. Ich hoffe, dass es einigermaßen laufen wird. Obwohl, wir hätten ja noch eine weitere Linie. Nein, so nicht. Du kommst nochmal weg. Den schließen wir ganz, sag ich mal, ganz normal so an. So. Und dann werde ich hier nochmal eine weitere Linie versuchen, irgendwie so zwischenfahren zu lassen. Die dann den Punkt zum Beispiel verbindet. Und nochmal hier ein Viereck. Aber lange wird es nicht mehr gut gehen, glaube ich. Hier auf den Strecken aus. Ja. Aber diese Linie hier, die Lila, ne? Das habe ich auf jeden Fall schon besser gesehen. Ja, und jetzt wird's. Jetzt wird's spannend. Ich versuche einfach mal den Tag hier ablaufen zu lassen. Wir brauchen jetzt Tunnel. Ohne Tunnel geht es nicht weiter. Eine neue Lok. Und zwei Tunnel. Da können wir hier erstmal verbinden. Und werden jetzt mal zusehen, wo, oder was heißt zusehen, mal nachsehen, wo wir. Den nächsten Zug aufsetzen. Ich glaube, das machen wir mal hier. Aber es wird jetzt hier überall schon äußerst spannend. Alle Stationen leiden schon Überfüllung. Alle zum Kreuz gefahren werden.
Wo kommen die denn? Wo müssen die dafür aussteigen? Können wir das hier irgendwie anbinden? Ach, das ist hier oben, alles klar. Und mal wieder ein neuer Kreis. Das gibt's doch nicht. Und ich fürchte, dass es hier bald die ganze Geschichte um die Ohren fliegen wird. Noch ein Kreis. Hier unten wird es eng, aber der Zug kommt auf jeden Fall. Das ist in Ordnung. Komm, zieht euch das mal rein. Dreieck, Kreis, Kreis, Kreis. Viereck, Kreis, Kreis. Dreieck. Nicht so das beste System, glaube ich. Was haben wir hier denn noch? Ein Kreis. Wo kommt der denn her? Neue Metro und wir nehmen definitiv einen Waggon dazu und hoffen mal, dass hier jetzt einige Leute aussteigen werden. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben als erstes mal eine neue Lok. Die werde ich mal auf diese Linie setzen. Und dann haben wir noch einen Waggon. Den setze ich noch mal mit hier oben drauf. Und das wird eine ganz knappe Geschichte. Fahr los, fahr los, fahr los, fahr los, fahr los. Knapp, knapp, knapp. Das ist schon ziemlich beklappt gerade. Also ich verliere auch langsam die Übersicht. Und hier sind ein paar weggegangen. Der Zug mit den Waggons kommt von hier unten. Okay, okay, okay. Hier will mal wieder ein Kreis angebunden werden. Super nett von ihm. Wir haben erst Donnerstag. Es wird so lange dauern, bis hier noch was tut. Hier oben droht Ärger. Der wird aber bald gelöst werden können. Schätze ich. Hier unten läuft es ganz gut. Hier ja, sieht es auch noch ganz gut aus. Kommt der rechtzeitig hier an. Kollege, jetzt mach keinen Mist. Der Zug ist voll und er sitzt. Keiner für den Kreis drin. Keiner. Fahr es ja nach oben. Das war ultimativ knapp gerade. Ultimativst knapp. Wir bräuchten so Sachen wie Umsteigebahnhöfe oder ja. Und es läuft Sonntag. Das wird nicht machbar sein, fürchte ich. Neue Lok, neuer Waggon. Setzen wir die Lok erstmal hier mit drauf. Jetzt nimmt ihr die Leute nicht mit? Ernsthaft?
Gott, der nimmt jetzt auf jeden Fall welche mit hier mit seiner Dreierkiste. Immerhin. Aber es kippt gerade und zwar nicht in unsere Richtung. Der Bahnhof hier, der macht mir auf jeden Fall Ärger. Können wir die noch irgendwie mit hier so ransetzen, ja? Die Strecke ist auch ganz, ganz böse. Und drei Züge fahren da sogar schon, aber naja. Okay, haben wir noch irgendwelche Tunnel? Nein. Das ist eigentlich fast alles, was wir machen. Wahrscheinlich ein Fehler. Bis das hier an Leuten rauskommt, ist natürlich nicht mehr feierlich. Sammelt hier wieder einige ein. Aber hier oben läuft die Zeit schon wieder runter. Ja. Kurz vor Exodus stehen wir, glaube ich. Es sei denn, der Zug kommt noch rechtzeitig an. Das gibt's hier einfach nicht. Das mit diesen dummen Kreisbahnhöfen. Teil über schon groß. Der Zug hat hier mal gar nichts zu tun. Dann setzen wir den mal hier oben drauf. Dass wir uns hier nochmal irgendwie durch den Tag retten können. Wir haben eine neue Lok und einen neuen. Nehmen den Waggon und ich pausiere das Spiel mal kurz. Das hier mit anzuschließen wäre wahrscheinlich gar nicht verkehrt, weil wir dann mehr Leute ausladen können. Und die Linie ist eigentlich mit am stressigsten. Ich werde da auch nochmal einen Waggon dran setzen und dann hoffen, dass das irgendwie sich in Wohlgefallen auflösen wird. Auf der Linie gibt es langsam Ärger, dann setze ich jetzt da den Zug nochmal hin. Mal wieder einer von unseren netten Kreisen. Alles im Kreuz, also die Endstation, okay. Ui, 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 ui. Wir bauen die Route hier ein bisschen zurück. Ach, nein, nicht so. So. So, so. Und fahren dann hier. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt. Ne? Wir können, also es könnte sein, dass ich mir jetzt damit das Genick breche, auf jeden Fall. So und so. Und den baue ich auch ein wenig zurück.
Nee, 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 nee. Du kommst hier schön zum Quadrat, dann zum Kreis. Und dann fährst du hier deine Kreislinie. Vielleicht kann ich mir damit ein bisschen Zeit kaufen oder habe es alles viel schlimmer gemacht als vorher. Das kann definitiv beides der Fall sein. Gibt es gleich ein Problem. Ich werde mal versuchen, den Zug hier vorübergehend umzuziehen. Ob das was bringt, keine Ahnung. Nein! Das habe ich nicht mitgekriegt. Ende. Wegen Überfüllung dieser Haltestelle musste der Betrieb eingestellt werden. Aber ich bin auf jeden Fall mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Knapp 2300 Fahrgäste befördert. Passt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Stadt und im nächsten Land wieder. Bis dahin, tschüss.